hast die herrlichsten Brüste, die ich je gesehen habe. Keine Frage, dein Körper verursacht mir sinnliche Begierde. Weißt du, was ich am liebsten mit dir machen würde? Am liebsten würde ich dich, vielleicht wenn du gerade im Stehen die Schnürsenkel bindest, würde ich dich von hinten nehmen. Ja, das war. Hör damit auf, Wilf! Der Witz hat seinen Reiz verloren. Was man von Sissi nicht sagen kann. Sissi, du warst nie ein Kind von Traurigkeit. Das stimmt. Es ist zwar schon Jahre her, aber wenn ich mich recht erinnere, lag dir besonders an handfesten Typen. Zum Bete, ich habe dich doch höflich gebeten. Kulissenschieber und Beleuchter, auf die warst du doch immer aus. Künstlerkollegen, hattest du nicht so viel übrig. Nicht mal für mich. Oder gar für Reggie. Wohingegen man munkelt heute noch, dass du sehr wohl das eine oder andere Mal auf der Flöte von Frank Wright gespielt hast. Armer Kerl. Wir hätten bestimmt viel Spaß miteinander gehabt. Auch wenn ich dir vielleicht nicht die Sterne vom Himmel geholt hätte. Du bist langweilig, Wilf. Die ganze Woche redest du nur noch von den Sternen. Das weiß ich doch. Aber was soll ich denn machen? Ich denke Tag und Nacht nur an Sex. Ich weiß, ich müsste längst darüber weg sein. Ja, mein Gott. Ist es denn pervers, wenn ich jede Frau, die ich... Also, fast jede Frau... Und ich sehe in Gedanken ganz behutsam ausziehe und mir vorstelle, dass ich die unaussprechlichsten Sachen mit ihr treibe. Und sie auch mit mir. Jede Frau, bis runter zur Schwester Oberen. Ja, so verzweifelt bin ich inzwischen. Weißt du, das Schlimme an Sissi war, dass sie vor jeder großen Arie, direkt vor dem Auftritt, in der Kulisse, eine handfeste Fummelei brauchte. Ja, ich war ihr zu fein. Ja, Sissi, es war immer ein offenes Geheimnis, was du für deine Stimme brauchst. Du bist widerlich, Wilf. Und ich bitte dich jetzt damit aufzuhören. Sag mal ruhig. Ich habe gerade eine Idee. Mir ist gerade die Frage eingefallen zu der Antwort, die sie immer gibt, wenn sie die Kopfhörer abnimmt. Sissi, hör mal zu. Reggie und ich haben uns was ausgedacht. Sei kein Spielverderber, komm auf die Wiese, schön kuscheln und Höschen runter. Wer ist das? Ja, das wäre. Das! Was ist daran so lustig? Nö, nix, gar nichts. Was hast du denn gerade gehört? Ja, uns natürlich, Rigoletto. Ah. Dort waren wir gut. Warum hast du mich unterbrochen? Was gibt's denn so Dringendes? Komm ich im Moment nicht drauf. Gott sei Dank, noch jemand, der vergesslich ist. Ach. Das ist interessant. Die Frage, ob Dichtung und Musik auf der Basis freundschaftlicher Gleichberechtigung in Kombination existieren können oder nicht, wird später in diesem Kapitel Gegenstand der Erörterung sein. Hier mag der Hinweis genügen, dass es falsch ist, den Begriff poetisch als Kennzeichen der fundamentalen Triebfeder jedweder Kunst zu verwenden und dass, wenn man ihn so verwendet, dies zu totaler Verwirrung führt. Na, was meinst du? Ich frage mich, wer da heute neu angekommen ist. Was? Jemand Neues? Das hat mir niemand gesagt. Jemand Neues, ja wer denn? Wenn ich es wüsste, würde ich dich fragen. Ich wünschte, die würde hier offener mit uns umgehen. Warum tun sie nur so geheimnisvoll? Weil sie uns nur so unter Kontrolle haben. Geheimhaltung verschafft Macht. Ich finde das ausgesprochen unangenehm. Ich bin sicher, es ist jemand Besonderes. Wie kommst du darauf, ne? Nur so eine Idee. Seit Tagen habe ich das Gefühl, dass sich da was tut. Dieses Getuscheln und Getue. Ach, ich finde dieses Tuscheln ekelhaft. Mir scheint dann immer, sie tuscheln über mich. Sie rotzen, sie rotzen, sie rotzen.
und wie die uns heute durchs Frühstück gehetzt haben. Sprich bloß nicht in meiner Gegenwart vom Frühstück. Und dann gleich rausgeschmissen. Der Chef und die Oberin waren doch völlig aus dem Häuschen. Naja, sagte sich der weise Wilf, da wird jemand ganz Besonderes erwartet. Warum hast du mir das nicht gesagt? Keiner scheint davon zu wissen. Niemand ahnte etwas. Wusstest du das, Reggie? Ich bin sicher, dass Ernest Human recht hat. Die fundamentale Triebfeder jedweder Kunst kann nicht poetisch sein. Reggie, du langweilst mich. Statt über Wagner zu lesen. Oder versuch's doch mal mit Kamasutra. Weil Reggie ein Gentleman ist, darum, was man von dir nicht sagen kann. Ich bin so froh, Reggie, dass du gesund aus Karachi zurück bist. Ich hätte gern wenigstens einmal Tristan oder den Siegfried gesungen. Aber sie sind noch nie über den Weg gelaufen. Wagner, singen doch nur die scheiß Ausländer. Wir konzentrieren uns auf unsere britischen Komponisten. Vincenzo Rossini, Giuseppe Verdi. Ich habe mal gelesen, dass Verdi, wenn ein Engländer geboren wäre, Joe Green hieße. Ich glaube nicht, dass er als Joe Green eine große Karriere gehabt hätte. Übrigens, da wir gerade bei Verdi sind, gibt es Vorschläge für den 10. Oktober. Ich meine, wir wollten uns auf Soli konzentrieren. Ein Trio wäre aber weniger anspruchsvoll. Welches Trio? Ich müsste eines sagen, was ich schon kenne. Ich glaube nicht, dass ich noch was Neues lerne. Wir sollten demnächst eine ordentliche Sitzung dafür anberaumen. Komm du mit deinen Sitzungen. Ja, können wir nicht einfach darüber reden? Ich finde das ausgesprochen unangenehm, dass Sie jemand Neues hier aufnehmen, ohne dass wir mitreden können. Aber das ist doch nichts Neues. Sie sind nicht verpflichtet, uns zur Rate zu ziehen. Ihnen gehört die Anlage, nicht uns. Reggie hat recht. Unser eins kommt und geht, die bleiben. Reginald Phipps hat die irdischen Gefilde vor 4 Wochen verlassen und singt zurzeit vermutlich ein Duett mit Maria Callas. Wir wussten alle, dass es einen Nachmieter gibt. Wir haben dauernd darüber gesprochen. Es gibt laufend Alte, die gehen und Neue, die kommen. Profit ist das Wichtigste. Kein Grund zur Aufregung. Ich bin so froh, Reggie, dass du gesund aus Karachi zurück bist. Habe ich dir schon gesagt, dass ich einen kleinen Scheck für meinen Papier bekommen habe? Ach. Ja, aber ich muss jetzt sehen, wer da neu angekommen ist. Wieso, Karachi? Ich habe keine Ahnung. Hat sie da Verwandte? Nur ich glaube, ihr Vater war in der Indian Army. Letzte Woche hieß sie mich aus Kathmandu. Willkommen. Oh, oh. Du kommst ja ganz schön rum. Ich sage dir, die bringt in letzter Zeit einiges durcheinander. Ich mache mir Sorgen um sie. Wir wollen doch nicht, dass man sie von hier wegschickt. Nein, um Gottes Willen. Sie hat immer noch ein Gesicht wie ein Kind, makellos, ohne Falten. Und ihr Lächeln bringt Strahlen im Glanz in die finsterste Stube. Und was für ein fleißiges Mädel, die hat. Stets zu allem bereit. Glaubst du wirklich, dass sie einen Scheck gekriegt hat für ihren Barbier? Nur scheint so. Meinst du, wir kriegen auch was für unsere Rigoletto-CD? Na, wie ich höre, verkauft sie sich sehr gut. Nein, von wem hast du das? Komme ich im Moment nicht drauf. Irgendjemand hat es mir gesagt. Die Rigoletto-CD. Ich freue mich, dass sie sie neu aufgenommen haben. Gibt dir das Gefühl, dass du irgendwie noch zu den Lebenden gehörst? Natürlich hätte ich meinen Namen ganz oben erwartet. Hab schließlich die Titelrolle gesungen. Das war Zeiten, was, Rich? Ah, ich erinnere mich noch gut an die Aufführung. Auch auf die Ton, an die Tonaufzeichnung, an alles, als wäre es gestern gewesen. Aber ich weiß nicht mehr, was es heute zum Frühstück gab. Ich habe dich doch gebeten, nicht vom Frühstück zu sagen. Das Quartett ist nie besser gesungen worden. Hast du es dir angehört? Nee. Ich hab's doch nicht vor. Ich will mich nicht mehr als Jüngling hören. Und du, hast du es dir angehört? Nein. Aber das hat andere Gründe. Ach, natürlich. Taktlos von mir.
Entschuldige, dass ich gefragt habe. Ach! Schwindelerregend, unsere Erfolge damals. Der Engländer stellt Gobby in den Schatten. Titelseite, Daily Mail. Wilfred Bond, Gedankenstrich, ein neuer Star, Fragezeichen. Das Fragezeichen fand ich überflüssig. Aber es war, wie sich leider zeigen sollte, berechtigt. Sag mal, wie weit bist du, wie kommst du voran mit deiner Selbstbiografie? Ach, langsam. Wie weit bist du? Ich habe gerade meine erste Klavierstunde bei Mrs. Liedermann absolviert. Wie alt warst du da? 7. Lass mich wissen, wenn du in die Pubertät kommst. Dann wird es erstmal. Ja. Ach du, ich habe da übrigens auch was aufgeschrieben. Über die Kunst. Na, sag ich doch, du bist keineswegs der Banause, den du immer so gerne spielst. Wo habe ich denn den Zettel hingestellt? Aber das ist merkwürdig. Heute Morgen habe ich einen Aphorismus verfasst. Auch über Kunst. Der Banause glaubt, nur die Kunst ist gut, die populär ist. Aber die Kunst, die populär ist, ist niemals gut. Das trifft doch die Sache. Oder? Ah, genau. Ich weiß, wer die Person ist. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Ihr habt recht. Es ist eine bedeutende Person. Aber ihr werdet nie erraten, wer es ist. Dann sag, schnitze sie und spannert dich auf die Folter. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Lebensgroß und ganz, ganz schrecklich. Gottes Willen, wer ist das denn? Ihr werdet es nicht für möglich halten. Verflixt, sie war doch der Name. Moment, gleich habe ich ihn wieder. Er fängt mit Jo an. Eine Sopranistin, eine berühmte. Eine berühmte Sopranistin mit dem Anfangsbuchstaben Jo. Giovanna Barel. Aber die ist doch tot, oder? Das könnte dir so passen. Denk mal richtig nach. Jo. Gilda, unsere Gilda. Unsere Gilda? Du meinst Jean Horton? Wie clever von dir, Jean Horton. Jean Horton hier. Großer Gott. Alles in Ordnung, alter Junge. Ach, ganz sicher. Il Duce ist gerade dabei, ihr das Haus zu zeigen. Er sorgt sich in ihrem Glanz. Er sah aus wie ein Kampfhund, der gerade erfahren hat, dass man ihn doch nicht kastrieren will. Wie konnte man das tun? Ohne mich zu informieren. Die müssen doch davon gewusst haben. Es ist unerträglich. Lacht ihr, hat sie da nicht Freddy Milton geheiratet? Ja. Und nach Freddy Milton, Michael Rees. Und nach Michael Rees. Sie hatten doch ein Techtelmechtel mit Enrico Cardinale. Die Zeitungen waren doch voll davon. Reggie, kanntest du Enrico? Er sah aus wie ein Regenschirm mit der Innenseite nach außen. Sitz, Schluss. Es ist empörend. Ich werde meinem Anwalt schreiben. Eine solche Behandlung lasse ich mir nicht bieten. Für was halten die sich eigentlich? Ich werde von hier fortgehen. Ich werde schon irgendwo unterkommen. Wo gehe ich hin? Ich habe im Augenblick nirgends eine Bleibe. Keinen Menschen. Nirgendwo. Oh, komm, Reg. KSM, KSM, alter Junge. Ihr wart doch gar nicht lange verheiratet.
das ein Trost ist, sie ist ganz schön gealtert. Ja. Wie alt mag sie sein? Na, eine Idee älter als ich. Was, schon Ende 80? Sei doch nicht so albern, jünger. Viel, viel jünger. Aber sie sieht aus wie 100. Ich gehe jetzt und guck mal, was da vor sich geht. Ich bin gleich wieder da. Ich will nicht darüber reden. Nein, natürlich nicht. Kein Mitleid. Mitleid? Weißt doch gar nicht, was das bedeutet. Ich gehe. Nein! Nein. Nein, bleib hier. Und lass das summen. Das ist deine höchste nervige Angewohnheit. Es ist unfair. Wirklich. Alles war angenehm hier, friedlich. Und dann kreuzt Schema auf. Ich habe versucht, die Vergangenheit zu vergessen. Habe sie aus meinem Gedächtnis gestrichen. Es ist, als ob ich aus einer Narkose aufwache und ein unfreundliches Gesicht vermesse. Ich bin ausgesprochen gerne alt geworden. Und das Alter hilft zu vergessen, was man getrost vergessen sollte. Körperlicher Verfall ist für mich ganz natürlich und unausweichlich. Ich kann sagen, dass ich mich auf das unvermeidliche Frauenmutes eingestellt habe. Ich habe genügsam gelebt, leicht gegessen, mir mit ärztlicher Erlaubnis jeden Tag ein Glas Rotwein genehmigt, niemals dasselbe Paar Schuhe zwei Tage hintereinander getragen. Der einzige Luxus, den ich mir geleistet habe, war mein Aftershave. Ich habe jeden Penny umgedreht und verzogen, damit ich mir hier ohne Mühe und fremde Hilfe etwas Ordentliches leisten kann. Ein Zimmer für mich allein. Und jetzt kreuzt China. Ich will mit meinem früheren Versagen nicht mehr konfrontiert werden. Wie ungerecht ist das für alles. Eine gescheiterte Ehe hat ja nicht unbedingt mit Versagen zu tun. Ja, in meinem Falle aber doch. Ihr habt eben nicht zusammengepasst. Zwei Menschen im gleichen Beruf, Karrierekonflikt. Dann die Vereinbarung, getrennt zu leben. Das war doch eine Abmachung zu gegenseitigem Nutzen. Es lag wohl mehr an dir, wenn du mich fragst. Doch was verstehst du schon davon? Du hast doch 35 Jahre mit einer und derselben Frau verheiratet. Nicht jeder hatte das Glück wie du und Melissa. Ich habe es gehasst, alt zu werden. Jeden gottverdammten Augenblick habe ich gehasst. Zuerst ist es die Prostata, die treibt dich zwei, drei, viermal nachts auf den Lokus zum Blicken. Dann fallen dir die Zähne aus, dann kannst du kaum noch hören. Dann tränen die Augen, dann hast du den grauen Star. Erst rechts, dann links. Und dann kannst du dir nichts mehr merken. Zum Schluss bist du froh, wenn dir der eigene Name noch ab und zu einfällt. Und die Ärzte wissen doch gar nichts. Hören Sie sofort mit dem Rauchen auf. Der Cholesterinspiegel muss runter. Mit dem Blutdruck gebe ich Ihnen noch 3 Monate. Also Versuch und Irrtum. Meistens Irrtum. Und da unten. Da heißt es bald, adios, Speedy Gonzales. Und er hat doch gerade ein neues Mittel dafür gefunden. Oh, ich habe Dr. Koggen gefragt und er sagt, wozu brauchen Sie? Ich sage, raten Sie mal, wozu ich das brauche. Und er sagt, ich gebe Ihnen was zur Beruhigung. Ich sage, ich brauche keine Beruhigung. Es ist ja gerade, dass sich da unten bei mir nichts mehr rührt. Und da sagt sie, darf ich noch mal fragen, wie alt Sie sind? Da habe ich gesagt, hau ab, habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Scheißherz. Ach, Mann, du hast ein ganz besonderes Talent, andere aufzumuntern. Das ist lustig, dass gerade du das sagst. Deine Ex-Frau hat vor über 100 Jahren
hat ihm mal was ganz Ähnliches gesagt. Das war auf einer Probe. Rigoletto und unser Quartetto. Das war die Hölle, sag ich dir. Sissi hat geheult, weil sie sich mal wieder unmöglich benommen hat. Und da habe ich so ganz en passant, habe ich sie in den Po gekniffen. Nur so aus Jux. Oh, da hat Wilfried, du bist vulgär, du bist originär. Du hast den Intelligenzquotienten einer CC-Fliege. Aber du steckst voller Leben und das ist wunderbar. Und noch eins. Wage es nicht, mich noch einmal in den Hintern zu kneifen. Ach, an die Sache denke ich gerne zurück. Wie lange warst du verheiratet? Was ich schon immer wissen wollte, warum hat Jean sich so früh zur Ruhe gesetzt? Das war nachdem sie Michael Rees geheiratet hatte. Sie sagte, sie wolle sich jetzt ganz ihrer Aufgabe als Ehefrau und Mutter widmen. Den eigentlichen Grund kenne ich nicht. Du hast recht. Das passt überhaupt nicht zu Jean. Jean ist immer vor der Wahrheit weggelaufen. Insbesondere, wenn sie unangenehm war. Oh. Auf und davon! Weglaufen, das ist eine gute Idee! Wir hauen hier ab heute noch. Wir gehen ins Dorf und mieten uns ein Taxi. Komm, über die Kosten brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Dann nehmen wir einfach ein Akkonto auf die Rigoletto-CD. Wir fahren ins White Horse und gönnen uns ein Festessen. Die verdammte Angelique hat mir heute Morgen keine Marmelade gegeben. Ein opulentes Essen! Und dann in die Bar, weithändiges Kampfsaufen und dann nach Hause. Und dann stellen wir uns vor Jeans Tür und singen das Duett aus dem Perlfischer. Das hältst du davon. Grüezi, Wilfried, hier ist Jean in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Voilà. Ja, ja, ich weiß. Die Mächtigen fallen tief. Taktlos, wie immer. Wie eh und je. Du hast dich kein Jota verändert. Habe ich es nicht gesagt? Sie sieht immer noch aus wie ein junges Mädchen. Du wirst dir hier sehr deplatziert vorkommen. Wir alle sind alt und gebrechlich. Aber du hast dich überhaupt nicht verändert. Jugendlich, frisch und gesund. Wie reizend von euch beiden. Ich bin es. Jean. Ich weiß, wer du bist. Er ist verstimmt, weil niemand gewarnt hat, dass du kommst. Ich bin nicht verstimmt. Das lag einzig und allein an mir. Ich wollte kein Aufhebens machen. Du kennst doch die Presse. Wenn die erfahren hätte, dass ich hier landen würde, die hätten sich doch die Mäuler zerrissen. Ja, es war taktlos von mir. Oh, Jean, das ist doch bei dir das Übliche. Ich bin überrascht, dass die Presse sich immer noch für dich interessiert. Wie gemein von dir, Wedge. Gemeinheiten sind dir doch nicht fremd. Du warst niemals gemein. Du warst immer freundlich und liebenswürdig und bescheiden. Bescheiden? Jetzt kommen die alten Geschichten. Tatsache ist, und das mag überraschend klingen, ich bin immer noch wert. Gestern Abend war ich bei Lord George Gast im Covent Garden, als ich meinen Platz in der Loge einnahm. Brauste Beifall auf. Ich habe mich so darüber gefreut. Reggie, sag etwas Nettes zu mir. Wir müssen doch Freunde sein, wenn ich hier lebe. Und wenn schon nicht Freunde, dann sollten wir wenigstens höflich miteinander umgehen. Ich muss mich setzen. Ich stehe auf der Warteliste für eine neue Hüfte. Reggie, mein Lieber, mach es nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Ich wusste, dass du hier wohnst und dass dir meine Gegenwart Schwierigkeiten bereiten könnte, aber... Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Ich hatte keine Wahl, glaube mir. Entschuldige, dass ich dich verletzt habe.
Sei bitte nett zu mir. Damals waren wir andere Menschen. Um das sagen zu können, habe ich eine Woche daran geübt. Es ist wieder bei der ersten Probe. Man bemüht sich sehr, einen guten Eindruck zu machen. Erzählt mir doch mal, was hier so abläuft. Der Verwalter scheint ausgesprochen charmant. So. Wir nennen ihn Il Duce. Il Duce? Wie amüsant. Ja, ich verstehe. Ich muss sagen, ich war schrecklich enttäuscht, hier so viele Chormitglieder anzutreffen. Natürlich kenne ich keinen von ihnen persönlich, aber der eine oder andere kam mir schon bekannt vor. Und so viele aus dem Orchester. Ich hatte gehofft, hier viel mehr, wie soll ich sagen, Virtuosi anzutreffen. Also, Frank White ist hier, aber ich fürchte nicht mehr lange. Es geht ihm nicht gut, der arme Kerl. Er kann kaum noch atmen, das ist eine schreckliche Sache. Sie wollen ihn wegschicken. Er bleibt auf seinem Zimmer und will niemanden sehen, selbst mich nicht. Und was für ein Star! Und so strotzend vor Kraft. Weißt du, wir waren mal eng befreundet. Hin und wieder, da ließ er mich seine Flöte halten. Glänzend und güldern war sie. Und er brachte sie zum Klingen, als wäre es ein Chor von Engeln. War das etwa Bobby Swanson, der da um die Ecke schlief? Schon möglich. Er wirkte so intensiv, als sei er ein Spion für eine ausländische Macht. Bobby ist ganz in Ordnung. Nur enttäuscht, das ist alles. Ich hielt ihn für einen, der wundervoll ruhig war. Ja, ein Bekannter von mir, Enrico Cardinale. Vielleicht erinnert ihr euch, schwor auf Bobby. Enrico brauchte eine Menge Hilfe. Oh, ja. In vielerlei Hinsicht. Ich dachte immer, er und Bobby. Ja, wir alle haben unsere Nischen, zu denen wir uns hingezogen fühlen und die wir unser eigen nennen. Das ist hier die unsere. Die kleine Terrasse und das Musikzimmer. Als ich hierher kam, da waren an den Wänden nichts als Gemälde, tote Vögel, tote Fische, Artischocken, wirklich der Premiere. Da hat man mir erlaubt, alles neu zu dekorieren. Ja, man sieht, Stilempfinden war nie deine Stärke. Wir hier halten uns für einen ziemlich exklusiven Club. Herzlich willkommen. Und ich bin sicher, dass ich für alle spreche. Für mich sprichst du nicht. Natürlich musst du dich an unser Motto halten. KSM, ja? Kein Selbstmitleid. Und zwei Fragen darfst du niemals stellen. Die erste, wie geht es dir? Die zweite, was hast du heute vor? Das gibt's keine Frage. Ich muss sagen, dass ich hier überaus freundlich empfangen wurde. Als ich durch den Speisesaal ging, da gab es sogar so etwas wie Applaus. Rührend war das. Fast wie neulich, als ich Gast war bei Lord George. Als ich meinen Platz in der Loge einnahm, rausgeweint habe. Ich erhielt stehende Ovationen. Sensationell. Ja, ich habe mal in New York stehende Ovationen bekommen. In New York gilt es als schick sitzende Ovationen zu bekommen. Und der Garten hier ist eine wahre Freude, wie ich die Nigella und die Digitales liebe und die Rosen. Du hättest in dem Vormonat sehen sollen, Polyanthus und vergiss mal nicht. Ich glaube nicht, dass du so etwas in Karachi findest. Dem Himmel sei Dank für diese Brise. Die Hitze macht selbst mir zu schaffen, obwohl ich so schlank bin. Für dich muss sie ja mörderisch sein, Mann. Hinter dieser kleinen Rotbuche, da beginnt ein kleines Wäldchen mit Glockenblumen. Darin dürfen wir spazieren gehen. Allerdings nur im Begleitung. Du musst dir noch ein Piepser bei der Schwester holen. Und die Glockenblumen waren dieses Jahr besonders prächtig. Leider sind sie schon verblüht. Wie wir? Ach, das darfst du nicht sagen, Jane. Wir müssen uns glücklich schätzen, dass wir hier sind. Ohne Beschwerden. Nur so gut wie. Natürlich sind wir manchmal deprimiert bei all diesem Geflüster und diesem Getutschel. Her, wenn sie wieder jemanden wegschicken, weil er krank ist oder balla balla. Aber es gibt so viel, was uns aufmuntert. Fitnessgruppen, BT, also das heißt Beschäftigungstherapie und Vorträge aller. Das macht richtig Spaß. Für einen Menschen wie
wie mich, der nie verheiratet war und keine Kinder hat und dessen Freunde und Bekannte längst verstorben sind, für mich ist das ein Geschenk des Himmels. Und die Leute hier sind alle so interessant und für jede Überraschung gut. Ja, da gibt es noch einen sehr grob aussehenden Gärtner, nicht wahr, Sissi? Hört auf den Namen Sissi. Wie heißt er? Nobby. Arbeitet immer mit nacktem Oberkörper. Ein wahres Muskelpaket. Meistens schweißgebadet. Ich liebe den Schweißgeruch von Männern. Das ist bekannt. Ich könnte ihm stundenlang bei der Arbeit zusehen. Vorsicht, Sissi. Sonst platzt die Sicherung in deinem Schrittmacher. Frank, Mann, der Geruch nach Honig. Wetsch, bitte sprich doch mit mir. Ich habe mich so wahnsinnig darauf gefreut, dich wiederzusehen. Was vorbei ist, ist vorbei. Lass uns nur Freunde sein. Jetzt und für immer. Ich hoffe sehr, dass die anderen hier nicht ständig über ihre vergangenen Erfolge reden. Ich finde das ermüdend. Ihr nicht? Aber das ist wohl symptomatisch für das Alter. Und dass man sich ständig wiederholt. Mein verstorbener Gatte hat das fortwährend getan. Welcher verstorbene Gatte? Nigel Harris. War das dein vierter oder fünfter Gatte? Wie ist das Essen? Perfekt. Wenn du grauen Lammbraten magst, klumpigen Vanillepudding, bisweilen gleichzeitig serviert. Wer war Nigel Harris? Wie lange seid ihr alle schon hier? Ich knapp ein Jahr. 9 Monate. Und Reggie ist der Neuzugang. Du hast wie viel? 6 Monate von deiner Strafe abgesessen. Es tut mir so leid, was ich von deiner Frau gehört habe. Belinda. Hieß sie nicht Belinda? Nein, sie hieß Melissa. Sie war äußerst liebevoll, tolerant, verständnisvoll. Sie waren 35 Jahre verheiratet. Komm, lass das, Reggie, bitte. Sei so freundlich, ja? Und was hat es mit dem 10. Oktober auf sich? Der Verwalter sagte, das Komitee erwartet von mir, dass ich irgendetwas mache. Ein Konzert oder so. Aber was so besonders an dem 10. Oktober ist, das hat er mir nicht erklärt. Eine Geburtstagsgala. Wer hat denn Geburtstag? Joe Green. Der Name sagt mir nichts. Also das muss ich dir erklären, Jean. Also ich bin Mitglied des Gala-Komitees und Cedric Livingston ist der Vorsitzende. Es gibt am 10. Oktober eine Gala jedes Jahr zu Verdis Geburtstag. Joe Green, Giuseppe Verdi. Du hast den Witz verstanden, Jean? Ja, natürlich. Und er hat, wie gesagt, am 10. Oktober Geburtstag und das feiern wir. Von jedem von uns wird erwartet, dass er etwas zu dieser Gala beiträgt. Es wird unsere erste Gala sein. Alle möchten, dass Reggie La Donna in Mobile singt, nicht wahr, Reggie? Ich habe mich in Reggie verliebt, als ich ihn diese Partie zum ersten Mal singen hörte. Die Hauptattraktion in diesem Jahr wird Anne Langley als Violetta sein. Anne Langley? Hier? Ich dachte, Sie haben sie längst in eine Anstalt eingewiesen. Das tun Sie bestimmt, wenn Sie sie als Violetta gehört haben. Reggie, willst du nicht mit mir spazieren gehen und mir den Garten zeigen? Lass mich in Frieden, Jean. Um Himmels Willen, lass mich in Frieden. Selbe Aftershave. Dalldorf. Ich wusste gar nicht, dass man das immer noch kaufen kann. Mein Gott, das ruft Erinnerungen wach. Erinnerungen an dich, Reggie. Sissi, ich habe gerade gesehen, wie Lobby nach dem Kräutergarten lief. Er zog sich dabei das Hemd aus. Oh. Ist er gerade hinter der Rotbuche verschwunden. Ich sehe mal nach, ob die neue Nummer der Erotika schon erschienen ist. Ich kann
kann mich nicht erinnern, dass du jemals geweint hast. Meine Mutter hat mir beigebracht, niemals zu zeigen, dass man sich verletzt fühlt. Luigi, wir müssen uns irgendwie arrangieren. Deine Mutter wusste sehr wohl, wie man seine Gefühle verbirgt. Das war auch nicht schwer für sie, denn sie hatte keine. Ja, ne? Als ich sie das erste Mal traf, da dachte ich, sie lacht nicht, weil sie schlechte Zähne hat, aber das war ihr. Beim Essen kamen sie zum Vorschein. Blitzende Hauer war das. Sie lächelte nie, weil es nichts gab, das sie amüsiert hätte. Nicht einmal unsere Trennung. Sie ist wohl inzwischen verstorben sein. Vor 10 Jahren, nein, 11. Und rede nicht so lieblos von ihr, ich bitte dich. Deinen Vater habe ich gemocht. Als er erfuhr, dass du mich verlassen hattest, rief er mich an und sagte, tut mir leid, alter Junge, aber sei dankbar für das, was dir erspart bleibt. Ich bin mit ihrer Mutter verheiratet. Er ist heute wohl auch nicht mehr unter den Lebenden. So ist es. Er starb vor Mama. Sie verbrachte ihr Lebensende in einem Heim. Ich hatte mir geschworen, niemals meinen Lebensabend in einem Heim zu verbringen. Und wo bin ich? Hier, Reggie. Entschuldige, dass ich dich verletzt habe. Sei bitte nett zu mir. Damals waren wir andere Menschen. Um das sagen zu können, habe ich eine Woche daran gedacht. Du wiederholst dich. Wirklich? Trotzdem, ich meine, was ich sage. Was meinst du denn? Dass es mir in der Seele leid tut, dass ich dich so sehr verletzt hatte. Aber ich war jung und ungestüm und ich war einfach geschockt. Was ich getan habe, war unverzeihlich. Hör auf! Ich bitte dich, hör sofort auf. Ich will darüber nicht reden, ich will daran nicht denken, ich will mich nicht erinnern, ich bin darüber hinweg, ich habe dazu keine Lust. Du bist hier. Ich bin hier. In dieser Falle. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Auch das will ich nicht hören. Und jetzt sind wir alt. Ja. Jetzt sind wir alt. Wie verbringst du hier so deine Zeit? Ich höre Musik. Ich lese. Ich schreibe an meiner Autobiografie. Wenn ich zur Ruhe kommen will, denke ich über das Leben nach. Wenn ich mich verausgaben will, denke ich über die Kunst nach. Aber die Kunst ist meine Hauptbeschäftigung. Was sie bedeutet, was sie bewirkt, Miststück! Sieh sie dir mal an, da geht sie, Angelique, die Aufseherin ganz in Weiß. Blöde Kuh mit ihrem freien Arsch! Gib mir doch verdammt keine Orangenmarmelade zu frühstücken. Alle bekommen sie Orangenmarmelade, nur ich nicht. Ich bekomme Aprikosenmarmelade. Und ich hasse Aprikosenmarmelade. Das tut sie mit Absicht, diese blöde Kuh, dieses. Kunst ist die Arznei der Menschheit. Aber was ist ihre Quelle? Ernest Newman hat recht. Ihre Quelle ist nicht die Poesie. Es ist das Leben, aus dem sich die Kunst speist. Hörst du dir manchmal die alten Aufnahmen an? Nicht die, auf denen du zu hören bist. Meine höre ich mir sehr oft an. Das habe ich mir gedacht. Sie haben unseren Rigoletto neu herausgebracht. Ja. Man möchte, dass ich bei Verdis Geburtstagsgala La Donna e Mobile singe. Du hast doch mitbekommen, wie ich vorhin sagte, dass ich mich in dich verliebt habe, als ich dich diese
Partie zum ersten Mal singen hörte? Ich hatte 12 Vorhänge. Du 9, ich 12. Vorgestern Abend war ich bei Lord George Gast im Covent Garden. Als ich seine Loge... Du wiederholst dich. Aber was macht das schon? In der Oper wiederholen wir uns alle. Wir alle wiederholen uns ständig, immer wieder, immer wieder. Mein Problem war, dass ich überhaupt nie an die Zukunft gedacht habe. Ich lebte sorglos in den Tag hinein. Ich habe gesungen. Ich bin gereist. Ich habe mein Geld ausgegeben und das Geld meines Mannes, als ich Nigel Harris heiratete. Was hat er beruflich gemacht? Er war in der Modebranche. Er war Witwer und ein großer Opernfreund. Ich hörte, dass er sehr reich sei. Er machte mir den Hof. Ich machte ihm Hoffnung. Schamlos. Wir heirateten. Eines Abends, es war kurz vor Weihnachten, ich zog mich gerade für ein Dinner um, da klagte er über eine Magenverstimmung. Ich ging ins Badezimmer, um ihm eine Tablette zu holen. Als ich zurückkam, lag er auf dem Fußboden. Tot. Später suchte mich sein Anwalt auf. Nigel war keineswegs so reich, wie er mich hatte glauben lassen. Was ist mit deinen Kindern? Hattest du nicht Kinder mit Michael Reese? Christopher und Emma, das sind zwei Schätze. Du wirst sie kennenlernen. Sie haben versprochen, mich hier zu besuchen. Wären die nicht in der Lage, dich zu unterstützen? Nicht unbedingt. Christopher ist Vikar. Vikar? Oh Gott. Ja. Und Emma ist mit einem Lehrer verheiratet und arm wie eine Kirchenmaus. Beide haben Kinder mit in die Ehe gebracht. Ich habe 6 Enkelkinder. Und jetzt bist du hier. Und lebe von der Sozialhilfe. Ich besitze nichts, Reggie. Gar nichts. Meine Kleider... Ein paar Juwelen und eine Hüfte, die mich plagen. Warum muss man bloß so alt werden? Was für eine dumme Frage. Übrigens, warum hast du dich so früh zur Ruhe gesetzt? Prima, prima! Das seid ihr gerade. Wie aufregend. Wir 4 müssen miteinander reden. Wo ist Winfried? Ich gehe ihn suchen. Sie ist sehr exzentrisch geworden. Nein, nein. Sie ist, wie sie immer war. Vorhin hat sie irgendetwas von Karatschi gefasert. Ja. Sie glaubt neuerdings, dass irgendwelche Leute gerade von irgendwoher zurückgekommen sind. Wir müssen auf sie aufpassen. Wir wollen nicht, dass man sie wegschickt. Da bist du ja. Sissi hat dich überall besucht. Ich habe ihr doch gesagt, dass du hier bist. Uns hat sie gesagt, dass sie dich sucht. Nein, sie war in höchster Erregung. Ach. Vielleicht hat Nobby sich vor ihr exponiert. Reggie, ja. Hast du mit sie Frieden geschlossen? Frieden würde ich nicht sagen. Waffenstillstand. Aber die Verhandlungen gehen weiter. Sag mal, ihr beiden, wie lange wart ihr verheiratet? Ach, das seid ihr ja alle. Ich dachte, sie gehen mir alle aus dem Weg. Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Na, was war das bloß? Jemand kam auf mich zu und sprach mich an. In Seide. Seide? Das war Cedric. Ja, Cedric. Und er sagte, was bloß? Hau ab, Sissi, Nobby gehört mir. Was? Das war es nicht. Jedenfalls konnte ich Nobby nicht finden. Du erinnerst dich an Cedric Livingston, Jean? Nicht so hübsch wie du, aber doppelt so damenhaft. Er ist über 90. Er sagt immer, werd du mal 70 und dann schwul. Dann weißt du, was du versäumt hast. Vorsitzender des Gala-Komitees hier. Überhaupt der eigentliche Chef. Jetzt weiß ich es wieder. Das Komitee und Cedric ist dort der erste Mann. Aber er wird furchtbar böse, wenn ich ihn den ersten Mann nenne.
Er möchte nicht, dass seine Eltern von seinen sexuellen Neigungen erfahren. Ich sage, Darling, deine Eltern müssen doch längst tot sein. Da sagt er, das stimmt. Aber dennoch. Was wollt ihr bloß? Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Wie aufregend. Er möchte, dass wir hier bei der Verdis Geburtstagsgala am 10. Oktober das Quartett aus dem Rigoletto singen. Was für eine absurde Idee! Aber das ist doch eine große Ehre, Jean. Eine große Ehre, wenn wir vier, im Durchschnittsalter 198, das Quartett aus dem Rigoletto singen, ist das keine Ehre, Sissi, sondern reine Idiotie. Aber wir müssen doch alle etwas zur Gala beitragen. Weshalb? Weil das so ist, deshalb. Unser Rigoletto war doch mal sehr berühmt. Ich habe mir heute Morgen wieder die Aufnahme angehört. Wir waren sehr gut alle. Darum hat man uns wieder herausgebracht. Ja. Ja, was soll ich jetzt Cedric sagen? Dass man Seide nur nachts trägt. Nein, ist doch der Gala wegen. Das war doch mit dem Quartett eine sehr gute Idee. Ja, aber nicht dreistellig. Ich hätte nie gedacht, dass Jean mir einmal leid tun könnte. Aber eben hat sie mich gerührt. Das ärgert mich. Vergeben und vergessen. Vergeben schon, vergessen nie. Obwohl ich es weiß Gott versuche. Sind wir in einem Seniorenhotel oder in einem Tollhaus? Eben bin ich in eine Gruppe zahnloser Oberstkaraten. Sie sagten, das Quartett würde der krönende Abschluss sein. Toll! Und wir sind die Stars. Damit das klar ist. Das Ganze ist absolut lächerlich. Jean, ich bitte dich inständig. Übereile nichts. Lass uns darüber reden. Das ist alles, was ich möchte. Soll ich eine Tagesordnung aufstellen? Hör mal nicht einfach darüber reden. Nein, ich möchte, dass alles gern klar gegliedert ist. Also. Das Ganze ist absoluter Unsinn. Wir machen uns zum Gespött der Leute. Nicht doch, Jean. Es wird Spaß machen, ich verspreche es dir. Es würde keinen Spaß machen. Nichts macht mehr Spaß. Alles ist mir vergällt. Erste Frage. Nehmen wir die Einladung des Komitees an. Nein, ich werde meine Meinung nicht ändern. Wir würden uns anhören wie vier Katzen in Ekstase. Und die sechs im Altersheim. Zweite Frage. Singen wir das Quartett aus dem Rigoletto oder nicht? Ja. Nein. 2-1. Ich fühle mich an deine blöden Regeln nicht gebunden. Das sind nicht meine Regeln, so funktioniert Demokratie, die Mehrheit entscheidet. Du bist ja nicht ganz bei Trost. Wir sind doch keine politische Partei. Wir sind vier Individuen. Meine Güte, das ist ja schlimm. Wir sind doch, Demokratie hat doch nichts mit Kunst zu tun. Ja, das ist wahr, leider. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir vorgestellt, dass ich zu Verdis Geburtstagsgala im Finale singen darf. Jean, und deine Ankunft allein macht das möglich. Lass uns mit den Proben beginnen. Nein, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Versuch es. Jean, versuch es. Wir haben alle Zeit der Welt. Das Ganze war ein Schock für mich. Es ist mein erster Tag hier. Du musst unterbrich mich nicht jetzt mit ihm an. Ich denke, ihr werdet mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass meine Stimme sehr bewundert wurde. Und diese Stimme ist lebendig in mir. Immer noch. Ich weiß noch, wie ich ohne Mühe die hohen Töne bekommen habe. Ganz ohne Mühe. Als ob das mir gegebene Talent. Jean, Mittagessen, beeil dich, sonst kriegst du kein Kartoffelpüree mehr. Sempre alla mobile, leggi al droviso.
immer. Kontra alt. Nach der Gewitterstelle die Sache mit der Leiter. Sissi Regina, du, Alma Viva und ich hab den Barbier hunderte von Malen gegeben. Ich habe das Gefühl, Schien wird nachgeben. Wo lebst du denn? Schien hat Nein gesagt. Und wenn Schien Nein sagt, das musst du wissen. Ich meine, wenn du sagst, sie singt, das ist so, als ob ich verkünde. Wahrlich, ich sage euch, ehe die Sonne sinkt, werde ich die Oberschwester aufs Kreuz legen. Ja, ich glaube, ich kann Schien dazu bringen, ihre Anstellung zum Quartett zu ändern. Sissi! Warum ist es so schwer, das Gute im Menschen zu finden? Was ist denn passiert? Sie haben etwas nach mir geworfen. Ja. Schien natürlich. Dr. Kogel hat mir eine Tablette gegeben, damit ich zur Ruhe komme. Dr. Kogel, erzähl mal, eins nach dem anderen. Andante espressivo. Also, nachdem sie sich auf ihr Zimmer zurückgezogen hatte, da habe ich an ihre Türe geklopft. Keine Antwort. Aber ich konnte sie weinen hören. Schon wieder, na dann ist sie wirklich nicht gut beieinander. Ich versuchte, die Türe zu öffnen, aber sie war abgeschlossen. Oh Gott, mir ist ganz schwindelig. Ich glaube, ich muss mich setzen. Warum hast du denn geschrien? Vor ein paar Minuten dachte ich, ich soll es noch mal versuchen. Ich will nicht, wenn sie so aufgewühlt ist. Ich will das wirklich nicht. Wisst ihr, gestern nach dem Abendessen hat mir ein Langley etwas Verrücktes erzählt. Dass sie abgenommen hat. Sie hat durch das Fenster gesehen, wie Jean in ein Taxi stieg. Mit dem aus dem Dorf, wie heißt er doch? Ja, Dunworth. Ja, riecht immer nach Mottenpulver. Mr. Dunworth. Und keine 20 Minuten später sah Anne, wie Jean zurückkam mit einem Geschenkpaket unterm Arm. Da dachte ich mir, es geht ihr offenbar besser. Ich werde morgen zu ihr gehen und mit ihr reden. Und vor ein paar Minuten, da habe ich an ihre Türe geklopft, diesmal war sie nicht abgeschlossen. Ich steckte den Kopf rein und sagte, Jean, ich bin's, Sissi. Sie stand da, ungerührt, und plötzlich kam etwas in meine Richtung geflogen. Eine Untertasse, glaube ich, und zerdepperte. Ich schrie auf, aber Gott sei Dank war Dr. Kogel oben und hat mir eine Tablette zur Beruhigung gegeben. Ich glaube, jetzt beginnt sie zu wirken. Ich hoffe, dass Jean sich geirrt hat. Sie sagte, jetzt ist alles versaut. Ich will aber nicht, dass alles versaut ist. Es ist ja nicht so, dass wir noch unendlich viel Zeit hätten. Ich möchte nur wissen, was sie so aus der Bahn geworfen hat. Nicht gerade angenehm, wenn der etwas um die Ohren fliegt. Sissi, meine Jean, der Vorschlag mit dem Quartett allein kann es doch nicht gewesen sein. Sie schläft. Das ist die Tablette. Ja. War es kein Ladendiebstahl? Ich kann dir nicht folgen. Das Paket vom
Latschin nicht geklaut. Was? Wir wissen doch alle, wo Ladendiebstahl hinführt. Ich nicht. Ich lungere ja gerne in der Nähe vom Haupteingang herum. Und da kam eines Tages ein Polizeiauto. Und wer saß hinten drin? Laura Armstrong, Cellistin, Oberschenkel, wie ein Rugby-Spieler. Entschlossen ist, zu einem Tackling mit ihr zu bringen. Sie haben sie dabei erwischt, wie sie schwarze Damenunterwäsche klaute. Was? Und einen Lederriemen. Als ich das hörte, dachte ich, hallo. Aber kurz danach haben sie den Weg geschafft. Was, ins Gefängnis? Karachi. Wilf! Du glaubst doch nicht wirklich, dass Jean... Ah, nur eine Vermutung. Ich bin gekommen, um mich bei Sissy zu entschuldigen. Ja, sie schläft. Rachel, ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Hier, mach es mal auf. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Marmelade! Außerdem muss ich dir etwas erklären. Ach, hast du deine Meinung geändert, was das Quartett betrifft? Nein, ich denke, ich muss dir erklären, warum ich so dagegen bin. Es ist so schade. Cedric sagte, es wären noch einige alte Kostüme da. War das nicht 1961? Und sie hätten auch noch einen Buckel für Will. Ich wünschte, Jean würde ihre Meinung ändern. Nein, das wird sie nicht. Jean, was schlimm in Krishnapur? Es ist Zitronenschmarmelade. Meine Lieblingssorte, du hast das nicht vergessen. Das rührt mich sehr. Was für ein originelles Geschenk. Sissy, es tut mir leid, dass ich aus der Rolle gefallen bin. Ich habe in den letzten beiden Tagen mehr geweint als in meinem ganzen Leben. Das musst du jetzt nicht mehr. Wir haben uns für das Trio im Barbier entschieden. Versuch doch bitte, die Sache von meinem Standpunkt aus zu verstehen. Es gab eine Zeit, da war ich jemand. Ja, wir waren alle mal jemand. Ich dachte, ich bin jetzt jemand. Aber ich war der hellste Stern am Firmament. Aber ja, du warst ein großer Star, ja, das ist bekannt. Das war ich. Und es fällt mir wirklich nicht leicht, mich so zu akzeptieren, wie ich heute bin. Na, uns auch nicht. Entschuldigung. Wir alle, ohne Ausnahme, sind heute alt. Und wir tun am besten daran, den Regeln und Gewohnheiten der Gemeinschaft zu leben. Er hat recht. Macht mit, sonst bleibt dir nur die Rolle des Ehrengastes im Krematorium. Flammende Ovation. Wir haben doch das große losgezogen, finde ich. Das finde ich nicht. Ich hatte gehofft, meine letzten Jahre würden anders verlaufen. Ja, und das ist nicht passiert. Das ist Fakt. Am besten, man akzeptiert das. Und akzeptiert auch, dass es zur Tradition dieses Hauses gehört, am Geburtstag von Giuseppe Verdi zu feiern. Und wir tun das, indem wir für die Bewohner unseres Hauses ein Konzert auf die Beine stellen, bei dem alle mitmachen. Das ist doch krank! Gehst über die Gefühle anderer hinweg wie ein Bulldozer. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Warum auch? Warum? Jean, wenn wir noch einmal auftreten, ist das auch ein...
eine Möglichkeit, unsere Existenz neu zu beleben. Schwachsinn! Und noch etwas. Das ist kein Schwachsinn! Jean, wir alle sind mit einem musikalischen Talent auf die Welt gekommen. Und jetzt hat uns das Alter hier zusammengeführt. Wem schadet es, wenn wir noch einmal sein wollen, wie wir früher waren? Niemanden! Uns nicht, im Publikum nicht. Und dem verstorbenen Giuseppe Verdi schon gar nicht. Und noch etwas. Wir haben dann zu tun. Dafür wirst du dankbar sein. Das bringt Licht in unseren Keller. Du willst einfach nicht wahrhaben, dass ich heute ein anderer Mensch bin. Das bist du auch nicht und wir auch nicht. Wir sind ältlich. Na und? Ich bin immer noch der nette Kerl, der ich immer war. Ein bisschen verrostet, aber nett. Wenn ich von der spreche, die ich einmal war, spreche ich von einem anderen Menschen. Jenem hellsten Stern am Firmament, der im Lauf der Zeit verblasste. Jetzt verloschen ist. Von wem reden wir eigentlich? Von mir! Nein! Von der, die einmal Jean Horton war? Ja! Ach, lass es sein, Jean. Das hat keine Sinn, daran festzuhalten. Komm! Ja, doch, die frühere Jean Horton zum Teufel. Das Leben findet heute statt, noch leben wir. Lass uns das Leben feiern. Sing mit uns. Angelique! Ah, Schinke, Zitronen, Marmelade. Jean, sing mit uns. Und du wirst unser ganzes Leben lang dankbar dafür sein. Wann habt ihr denn das letzte Mal gesungen? Ha? Habt ihr irgendeine Vorstellung von dem, was ihr jetzt von euch gebt? Wollt ihr euch wirklich zur Lachnummer machen? Was meinst du, Reggie? Hat Jean doch recht? Ist das eine verrückte Idee? Was wird passieren, wenn wir den Mund aufmachen und uns anhören wie alte Autos, die nicht sofort ansprechen? Ich will nicht, dass man über uns tuschelt. Ich will auch nicht, dass man über uns lacht. Tizzy Hops, Tizzy Hops, Tizzy Hops. Reggie, ist dir klar, seit über 30 Jahren keine Note mehr gesungen habe? Warum hast du so früh aufgehört? Ich hatte keine Wahl. Ich dachte gerade, du hättest die Wahl gehabt und du hast dich dazu entschieden, Ehefrau und Mutter zu sein. Ich habe erst sehr spät mein erstes Kind bekommen. Wie alt war ich? Über 30. Kurz nachdem Christopher geboren war, bot man mir die Rolle der Mimi an der Met an. Ich nahm an. Ich war seit über einem Jahr nicht mehr aufgetreten. Obwohl ich die Rolle beherrschte, wollte ich sie mir noch einmal vornehmen. Ich habe Mona Blech gebeten, sie mit mir zu repetieren. Sie kam, wie immer, bei bester Laune, setzte sich an den Steinway und schlug einen Akkord an. Ich atmete tief ein, versuchte zu singen, Stimmbänder nichts feststellen. Ich konnte einfach nicht singen. Ich habe mich an einen Psychiater gewandt. Er sagte, es müsse wohl etwas mit einer postnatalen Depression zu tun haben und dass es mir in ein paar Minuten und Monaten wieder gut gehen würde. Das geschah aber nicht. Auch nicht nach Emmas Geburt. Nie wieder. Deswegen ist jeder Versuch, mich zu überreden, an dieser Geburtstagsgala mitzuwirken, vergebens. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich kann nicht singen. Ich erinnere mich noch an Mona Blech. Nach wie vor finde ich Blech einen etwas unglücklich gewählten Namen für eine Sängerin. Ich habe mich oft gefragt, was war der eigentliche Grund? Jetzt kennst du ihn. Was für eine fürchterliche Sache. Scheiß Ärzte.
auch bei Schauspielern, die nennen es Lampenfieber. Oh, jetzt fühle ich mich erleichtert. Höchst erstaunt. Es bleibt uns keine Wahl. Wir müssen das Trio aus dem Barbier sehen. Und meine verrostete Stimme ein bisschen ölen. Was glaubst du, wie mir der Barbier zum Hals rausnimmt? Glaub mir, ich würde so gerne auf den Geburtstagen von Verdi, Beethoven oder Mozart singen. Nichts würde ich mir mehr wünschen, als mich wieder singen zu hören. Meine Stimme wieder zu hören. Haben wir alle denselben Gedanken? Thank you.
Schlüssel immer noch nicht gefunden. Nein. Ich werde ihn sofort finden. Es ist keine 3 Minuten her, dass Nobby ihn mir in die Hand gedrückt hat. Was hat dir Nobby in die Hand gedrückt? Er hing an einer langen Korte. Was du nicht sagst. Ja, vielleicht hast du ihn um den Hals gehängt. Hier ist er. Wie clever von dir, Reggie. Danke. Scheiße, die Leibesvisitation hätte sich durchaus gelohnt. Sissi, du hast doch niemandem verraten, was wir vorhaben. Na, natürlich nicht. Bobby Swanson kam auf mich zu, wie eine Wespe, die mich stechen wollte, und hat mich alles Mögliche gefragt, zum Beispiel, wer unsere Proben leitet. Und da habe ich gesagt, dafür brauchen wir niemanden. Da hat er etwas verächtlich gelächelt und gesagt, und wer begleitet euch? Da habe ich, ich weiß auch nicht warum, gesagt. Gut, wenn du die Wahrheit wissen willst, wir holen uns einen Pianisten aus dem Ausland. Woher? Fragte er. Karachi. Nein, noch nicht. Was hat er da gesagt? Er sagte, ich freue mich schon darauf, das Quartett aus dem Rigoletto mit Sita-Begleitung zu machen. Endlich! Oh Gott! Oh Gott, riecht nach Mr. Dunworth. Ach, ist das lustig, wie wenn man eine Truhe auf dem Speicher öffnet und sich an einem Winternachmittag verkleidet, wie früher. Na, die Kostüme sind aber verschossen. Das ist ein Hinweis. Sie sind höchst unattraktiver. Muss mein Buckel. So was trage ich nicht. Wir müssen in moderner Kleidung auftreten. Oh, Jim, das wäre furchtbar. Ich finde, Sissi hat recht. Besorgt mir jemand, der mir etwas näht. Sissi, wie wär's mit dir? Entwirf du mir ein Kostüm. Die sind doch unbrauchbar. Du Lieber. Schau dir das Etikett auf dieser Strumpfhose an. Enrico Cardinale 1952. Merkwürdig, Enricos Strumpfhose. Er hatte sehr schöne Beine. Ich sehe sie noch vor mir. Er wirkt immer so maskulin. Es kommt viel davon, dass er ein Suspensorium trug. Wir anderen nahmen immer Socken. Ich drei. Ja, der war da ein attraktiver Bass. Ja, aber dumm. Oh, dumm. Und keine Note im Kopf. Bobby Swanson hat mal gesagt, er hat 7 Monate gebraucht, um ihm God Save the Queen beizubringen. Er war vor Hässlichkeit schön. Alle Frauen fanden ihn unwiderstehlich. Ich auch. Wie dieser französische Schauspieler. Welcher französische Schauspieler? Ihr wisst doch, wen ich meine. Na ja, gib uns einen Namen. Gib uns einen Tipp. Rechts, du weißt, auf wen ich meine. Ich war ganz verrückt nach ihm. Er spielte in dem Film... Welcher Film? Ein Film über den Krieg. Ah, welcher Krieg? Ist das hier eine Quizshow? Das muss dein Buckel sein. Geht. Sieht aus wie Enrico Suspensorius. Da möchte ich aufpolstern. Wäre das nicht was für dich? Ich könnte es für dich ein bisschen ändern. Meine Farbe ist es ja.
glaube, hier ist ein Wams. Wie soll man das in Gottes Namen anbringen? Das ist das Richtige für mich. Ich muss es nur noch an der Hüfte ein bisschen auslassen. Ja, das ist hübsch. Eine weitaus bessere Qualität. Das wäre eigentlich was für mich. Du kannst es haben, wenn du willst, Jean. Dann nehme ich es. Es ist mit Abstand das Beste. Du lieber Gott! Hier sind ein paar Schuhe. Ich trage meine eigenen. Vielen Dank. Übrigens müsste alles in die Reihen. Das Komitee hat Geld dafür. Bei der nächsten Sitzung könnte ich einen Antrag stellen, dass ein Teil des Geldes für die Reinigung der Kostüme verwendet wird. Hervorragend, die Idee. Das ist ganz hervorragend. Du hast nicht nur einen schönen Traum. Wie aufregend. Ich wollte schon immer einen Antrag stellen. Meine Damen und Herren, treten Sie näher. Es gibt viel zu tun. Gruppenplan, Sitzordnung für die Sitzprobe. Mach dich doch nicht lächerlich, Red. Wir haben doch kein Orchester, wozu dann eine Sitzprobe? Aber das ist doch lustig, das macht doch Spaß. Zunächst einmal muss ich Sie mit dem Komitee für die chemische Reinigung sprechen. Dann sollten wir jeder unsere Rollen neu lernen. In der letzten Augustwoche gibt es zweimal eine Probe. Mindestens zweimal pro Woche. Ab Mitte September gibt es jeden Morgen eine Probe. Können wir uns darauf einigen? Jeden Morgen? Ja. Das finde ich gelinde gesagt leicht übersehen. Anders geht es nicht, glaub mir. So, und jetzt hört bitte genau zu. Was ich zu sagen habe, ist äußerst wichtig. Also wie jeder von euch weiß, naja. Die Vorlage für Verdis Oper war das Bühnenstück Le Roi s'amuse von Victor Hugo. Jean Gabin. Nein, Victor Hugo. Nein, Jean Gabin, meine Namen, der mir nicht eingefallen ist. Französische Schauspieler. Ja, Jean Gabin, vor Hässlichkeit schön. Ja, genau. Und wie hieß doch der Film? Welcher Film? Warte, gleich mal. Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben. Vergessen wir das Ganze. Ich mache nicht mehr mit. Aber Rätsel, sei doch nicht so. Wir hören dir doch zu. Wir hören dir alle zu. Also, wie ihr euch vielleicht erinnert. Was ist mit dem Make-up? Wie bitte? Wer spinnt uns? Das machst du selbst. Und jetzt halte bitte gefälligst den Mund. Rede nicht so mit mir. Ich habe mich immer selbst geschminkt. Aber Jean, ich mache das gern für dich. Oh nein, wie peinlich. Laientheater in der Turnhalle. Du bist ein Monster, Jean. Kannst du nicht einmal in deinem Leben auf andere Rücksicht nehmen? Nein, das kann ich nicht. Oh, lass das! Was denn? Ich hab dich bloß in den Po gekniffen. Eben, was würdest du sagen, wenn ich dir in den Po kneife? Das wäre Fun. Ich habe noch nie jemanden in den Po gekniffen. Als ich in Rente ging, da habe ich einen Job gesucht, wo ich selbst sexuell belästigt werden konnte. Aber kneife in den Po. Bitte mach. Und ich kann auch dich fertig machen, Rätschi. Und auch dich wählen, wenn du möchtest. Ja, das möchte ich. Kannst du mich dann auch. Siehst du, es soll Spiele. Ach, ich habe gelogen. Es hat mich jemand in den Arsch gekniffen. Kürzlich hier. Bobby Swanson. Als ich zum Mittagsschlaf nach oben komme, ich sage, Bobby, ich wusste gar nicht, dass du auf mich stehst. Und er sagte, homophob. Also, bitte reißt euch zusammen. Lasst mich noch einmal daran erinnern, was Victor Hugo sagte, nachdem er Rigoletto gesehen hatte. Und vergesst nicht,
dass Herr Verdi den Erfolg nicht gönnte. Er sagte, könnte ich 4 Charaktere in meinen Stücken gleichzeitig sprechen lassen und das Publikum würde deren Worte und Gefühle verstehen, ich würde dieselbe Wirkung erzielen. So. Nur aber zu unserer Präsentation. Angelique! 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 Warte, nimm keine Notiz von mir. Angelique! Ich habe hier
neu annehmen müssen, aber im Nähen bin ich... Gib her, ich nähe dir es an. Dafür hattest du ja früher deine Melissa. Ach, komm her auch von Melissa. Na, die muss ja eine Engelsgeduld gehabt haben, um mit dir fertig zu werden. Warum sagst du das? Na, Mann, alle Räubergeschichten. Du warst ja schlimmer als der Herzog in Rigoletto. Ich hatte keine Weibergeschichte. Ich war 35 Jahre lang absolut treu. So, fertig. Du kannst dir jetzt die Wimpern kleben. Mal sehen, was du zustande gebracht hast. Nicht schlecht, Sissi. Gar nicht schlecht. So, jetzt will ich mich fertig machen. Auf den Gedanken wäre ich von selber nie gekommen. Ja, auf welchen Gedanken? Leute denken und behaupten könnten, ich wäre Melissa untreu gewesen. Sie haben ihr eine Fehldiagnose gemacht. Verstehst du? Wenn sie es rechtzeitig entdeckt hätten. Nein, es gibt keine Gerechtigkeit. Scheiß Ärzte. Ich und Melissa untreu. Undenkbar. Ich rede zu viel, weißt du? Ja. Das ist mein Problem. Ich habe eine große Schnauze und dreckige Gedanken. Natürlich habe ich mir auch die Hörner abgestoßen, aber das war lange, bevor ich Melissa kennenlernte. Und dann habe ich festgestellt, dass mir Treue ganz gut bekam. Aber du redest nie über das Weibliche. Woraus ich schließe, dass du ein ganz schöner Don Juan warst. Auch ich hatte meine Momente. Das möchte ich bitte ganz genau mit allen pikanten Einzelheiten. Ja? So, und jetzt probier's noch mal. Komm, raus damit. Weißt du, Melissa war für mich eine der schönsten und edelsten Menschen, die ich je gekannt habe. Ja, bitte auch von Melissa zu sprechen. Mir ist jetzt nicht nach Heulen zugute. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Sollten wir alle. Wie findest du meine Augen? Perfekt. Wenn ich noch was für dich tun kann, Jean. Ach Gott, doch mal. Hör endlich auf, immer so hilfsbereit und freundlich zu sein. Ich ertrag das nicht. Ich bin nicht hilfsbereit und ich bin auch nicht freundlich. Ich bin eine neue Sünderin. Was hast du denn zu bereuen? Mein Lebenswandel. Ach, Unsinn. Doch. So, probier's mal mit dem Wachs. Man hat mir einmal gesagt, dass ich sehr viel Zärtlichkeit und Liebe brauche. Und deswegen so kapriziös bin. Ach, jeder Mensch sehnt sich nach Zärtlichkeit und Liebe. Meine Eltern, die haben mich auf eine Internatsschule nach England geschickt. Sie selbst sind in Indien geblieben. Ich habe sie kaum gekannt. Ich musste bei meiner Tante Fiona in England bleiben. Eine nicht gerade liebenswerte Person und absolut dagegen, dass ich Sängerin werden wollte. Eines Tages schrieb meine Mutter, dass sie nach Hause kommen würde. Aber sie starb noch, bevor sie aufs Schiff gehen konnte. Da sagte ich zu meiner Tante Fiona, vielen Dank für alles, was du für mich getan hast. Und auf Wiedersehen. Da findet ihr mich. Oh, schrecklich. Was denn über Film? Ein bisschen. Du siehst aus wie ein Kamel, das beim falschen Orthopäden war. Ja, das kann man wohl sagen. Nimm doch was raus aus dem Buch. Weißt du, Sie nicht, dass ich auf Mitleid aus bin. Nein, KSM. Das Leben hat es wirklich gut mit mir gemeint. Nur die Männer waren immer eine verhängnisvolle Ablenkung für mich. Gewiss, sie haben mich nicht gut behandelt. Aber vermutlich habe ich sie dazu auch ermutigt. Ich genauso, meine Liebe. Was mich betrifft, ich denke, ich sollte dir ein Geständnis machen. Ich habe mich eine Nacht mit Enrico Cardinale eingelassen.
Du? Ja. Und es tut mir schrecklich leid. Es war eine furchtbare Enttäuschung. Aber das waren sie ja alle. Weißt du, ich war nie so richtig erfüllt. Also tagvoller kam ich es nicht aus. Ich dachte immer, Enrico sei schwul. Ja, das war er auch. Aber er versuchte es nicht zu sein. Schließlich war er katholisch. Aber dann hat er mir alles gebeichtet. Das war da dieser schrecklichen Beichtstuhlszenen. Man liegt im Dunkeln nebeneinander und er beginnt mit dem Satz, das ist mir noch nie passiert. Und dann kam alles raus. Ist Reggie vielleicht auch schwul? Nein. Was macht dich so sicher? Hast du was mit ihm gehabt? Quatsch! Der ist doch überhaupt nicht mein Typ. Viel zu vornehm. Seine Antenne ist doch nie auf Empfang. Irgendwie so fad. Meine Männer, das müssen richtige Kerle sein. Aber solche findet man leider selten. Willst du mir bitte mit der Perücke? Ja. Wie lang warst eigentlich du mit Reggie verheiratet? 9 Stunden. Was? 9 Stunden? Nicht so laut! Ich habe es nicht mitbekommen, das würde ihn demütigen. Und bitte, erzähl es niemandem. 9 Stunden? Wir wurden an einem Sonntagnachmittag um 3 Uhr getraut. Um 8:30 haben wir uns von der Hochzeitsfeier weggestohlen. Mein Vater hatte eine Suite im Savoy Hotel reserviert. Wir ließen uns eine Flasche Champagner und etwas zu essen aufs Zimmer bringen. Ich erinnere mich, Reggie bestellte Rühreier, Toast und Zitronenmarmelade. Um 11 zogen wir uns aus, er im Badezimmer, ich im Schlafzimmer. Ich lag nackt auf dem Bett und harrte der Dinge, die da kommen würden. Er kam im Schlafanzug, legte sich neben mich und machte das Licht aus. Und dann habe ich auch eine jener schrecklichen Beichtstuhlszenen erlebt, wo man nebeneinander im Dunkeln liegt. Nur hieß es bei Reggie nicht, das ist mir noch nie passiert, sondern das passiert mir jedes Mal. Und bei den Ärzten glaubt, wird es immer wieder passieren. Och, arme Reg. Arme Jean. Und du bist weggegangen. Nein, ich habe versucht zu trösten und ihn gut zu machen. Aber das hat nicht viel gebracht. Nein, das hat nichts gebracht. Und dann bist du weggegangen. Nein, ich bin nicht gegangen. Ich bin gerannt. Ich habe mich von einem Taxi in ein Hotel für Abstinenzler bringen lassen. Und bin in einen tiefen Schlaf gegangen. Erst später, viele Jahre später, mehrere Ehemänner danach, habe ich erkannt, dass Sex gehörig überschätzt wird. Weißt du, wie ich noch jung war, dachte ich mir, ältere Menschen hätten überhaupt kein Leben gehabt. Schon gar kein Sexualleben. Und da sitzen wir hier und reden über nichts anderes. So merkwürdig, wenn man alt wird. Man sollte meinen, wir reden nur über die Krankheiten, den Tod und das Leben danach. Dann reden wir lieber über Sex. So, wie ist das jetzt? Viel besser. Sie finden es jetzt gut. Komm, Sie, hilf mir. Hey, was ist das denn? Sissi, das Kostüm ist zu eng. Ich krieg das nicht zu. Ja. Dann ziehen wir es einfach aus. Einmal. Ja. Ich werde ja noch etwas herauslassen. Oh Gott. Also. Tschüss, auf Wiedersehen. Sissi, wo willst du denn hin? Nach Hause. Habe ich es dir nicht gesagt, ich fahre nach Hause. Hin auf der Backbordseite. Wovon redest du? Ob das Kindermädchen mich noch erkennt. Also, alles Gute und auf Wiedersehen. Sissi! Krise! Oh! Was? Wie schrecklich! Jetzt hätte ich mich beinahe nicht richtig verabschiedet. Auf Wiedersehen, Will.
Auf Wiedersehen, Reginald. Ich kann es kaum erwarten, Karachi wiederzusehen. Aber wenn man sie so erwischt, dann... Keinen Fall. Auf keinen Fall wirst du diesen Raum verlassen. Hier ist heute die Geburtstagsgala für Giuseppe Verdi. Joe Green, ja? Nobby ist im Publikum und er sagt, er kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Wir singen das Quartett aus dem Rigoletto. Unser Quartetto. Ich wünsche euch, dass alles gut geht. Wiedersehen. Na, das war's dann wohl. Sissi! Reiß dich zusammen! Sissi! Nimm dich zusammen, meine Liebe. Nimm dich zusammen. Dein Schiff läuft erst in 2 Wochen aus. Ist das wahr? Wie spät ist es? Schon spät. Bring dein Kostüm in Ordnung. Ja, ja, es sind immer die kleinen Dinge, die einen aus dem Tritt bringen. Das Kostüm wird schon passen. Das war knapp. Gut gemacht, Jean. Danke. Mensch, hier ist der Dead Zettel. Erinnerst du dich, mein Satz über die Kunst hier? Hör zu, Kunst hat keine Bedeutung, wenn sie keine Gefühle auslöst. Darf ich mal sehen? Kunst hat keine Bedeutung, wenn sie keine Gefühle auslöst. Das ist sehr schön. Danke. Darf ich das in meiner einleitenden Woche mit aufnehmen? Danke. Ach, Jean, könntest du mir noch einmal ein bisschen helfen? Oh. Ach, Sissi, kannst du mir ein bisschen helfen, bitte? Ja, nichts wie was das, okay. Gell? Sag mal, kannst du dich nicht woanders hinsetzen? Ich versuche, mich zu konzentrieren. Ich möchte ein Pläuschchen mit dir halten. Worüber? Über unsere Stöcke. Ich meine, wir sollten sie weglassen. Es ist irgendwie würdiger und passt besser zu einer Oper. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich erzähle dir mal ein Gleichnis. Du stehst in der Kulisse und merkst, du musst wahnsinnig dringend pinkeln. Und hast aber gar keine Zeit mehr, ja? So wie du auf der Bühne stehst, denkst du überhaupt nicht mehr dran. Ich werde mich aber gelegentlich auf dich stützen müssen. Du stützt dich besser auf Reggie, das ist sicherer. Außerdem würde er sich sehr freuen, er betet dich an. So recht. Wirklich? Ja, versprochen. Wie findest du es? Sicherer. Du bist eine wahre Künstlerin, Sissi. Brauchst du etwas, Will? Nur das Übliche. Aber nur, wenn du auf deinen Händen sitzen bleibst, ich kenne dich doch. Ja, na gut, schminken kannst du auch gucken. Ich werde jetzt üben, ohne Stopp zu geben. Applaus. Nun beeilt euch. Ich glaube, wir sind als Nächste dran. Jean. Du siehst wunderbar. Und du bist ein sehr attraktiver Mann. Und auf einmal sind wir alle wieder ganz jung. Das bleibt abzuwarten. Also. Toi, toi, toi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Abend wollen meine 3 Kollegen und ich eine neue Tradition in diesem Hause beginnen. Was denn, den Ton halt? Wir wollen sie in vergangene Zeiten zurückversetzen, wo wir noch starke und schöne Stimmen hatten. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir immer noch dieselben sind und dass unser Geist am besten zum Ausdruck kommt, wenn wir das tun, was wir am besten können. Singen. Darum möchten wir Sie am heutigen Abend des 10. Oktober an Verdis Geburtstag erinnern, was wir einmal konnten
und was wir vor vielen Jahren auf Tonband aufgenommen haben. Wir wünschen, dass nicht wir, sondern die wunderbare Musik ihre Gemüter bewegt. Denn Kunst hat keine Bedeutung. Wenn sie keine Gefühle auslösen. Ja. Wenn sie keine Gefühle auslösen. Jetzt darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Ich selbst bin der Herzog von Mantua. Und in der Rolle des Rigoletto schätzen wir uns glücklich, den gefeierten Bariton Mr. Wilfred Bond begrüßen zu können. Hey Bobby, wenn du nicht die Klappe hältst, dann kommt Quasimodo runter und haut dir eine rein. Dr. Coggin, könnten Sie ihm nicht eine von Ihren Pillen geben? Ja. Und in der Rolle der Maddalena, die reizende, die einzigartige Miss Cecily Robson. Und nicht zuletzt einer der hellsten Sterne am Opernhimmel in der Rolle der Gilda, die unvergleichliche Jean Horton. Meine Damen und Herren, die erste Szene des dritten Aktes aus Rigoletto, das Quartett des großen Giuseppe Verdi. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto, sai tu vuoi, lei mi vede con sovar, vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar.
Wunderbar. Wunderbar. Ja, sehr gut gefallen. Da war auch so alles drin, da war es schon.